So, an diesem schönen sonnigen Frühlingstag, wovon man jetzt leider hier in der Küche nicht viel sieht, werde ich mich mal der Herstellung von Süßigkeiten widmen. Und zwar ist das ein Rezept vom Blog von Foods and Everything, wo ich ja aktuell gerade ein großer Fan geworden bin. Da es da wirklich schöne Rezepte gibt. Und wir machen heute ja, so ein Schoko allerlei, nenne ich das. Sie nennt es, glaube ich, Schoko Crossies oder Crunchies. Und dafür röste ich jetzt erstmal in einer trockenen Pfanne so ein paar Nüsse an. Das sind bei mir aktuell Erdnüsse und ein bisschen Walnüsse. Und eine Mandel hat sich auch reingeschlichen. Hier habe ich ein Wasserbad, wo ich Schokolade drin schmelze. Und da habe ich jetzt hier so eine halbe Packung Dairy-Free White Delight, also eine weiße vegane Schokolade. Und habe hiervon 2 Stück dazugegeben, Moserot 70%, die gibt es im Aldi. Und das werde ich jetzt in meinem Wasserbad vor sich hinschmelzen lassen. Und für ein Wasserbad gebt ihr einfach ja, Wasser in den Topf, gebt so eine Metallschüssel drüber, dass sie auch so ein bisschen in dem Wasser hängt. Und dann geht ja die Hitze des Wassers auf diese Schüssel über und dadurch kann man dann Schokolade ganz gut schmelzen, so auf mittlerer Stufe. Ja, und hier habe ich noch alle möglichen Sachen, die ich da reinschmeißen werde. Meine Kokosflocken werde ich auch ein bisschen mit anrösten. So, man kann nun schön sehen, dass die Schokolade fast komplett geschmolzen ist. Man sieht auch, dass es eine schöne Vollmilchfarbe bekommen hat, weil diese 70%ige Schokolade ist mir immer zu bitter. Und deswegen habe ich eben diese weiße Schokolade dazugegeben. Das nehme ich jetzt aus dem Wasserbad und gebe den Rest von meinem Glas hier, von dem Erdnussmus dazu. Ja, und nun kommen die anderen Zutaten rein. Also einmal hier meine geröstete Kokosnussmischung. So, dann noch ein paar gehackte Beeren, getrocknete. Das sind Maulbeeren, Kirschen, Goji-Beeren, Cranberries. Beschwerst du dich denn wieder, Yoda? Was beschwerst du dich? Ja, Schatz. So, ein paar Brezeln werde ich auch reinbrechen. Die Idee fand ich ganz toll von ihr. Vor allem, ich bin echt ein Brezelfan. Ich esse sie nur viel zu wenig, also viel zu selten. Weil ich irgendwie nie dran denke, mir die zu kaufen. Dann gebe ich noch Bio-Knusperbrot-Dinkel dazu. Der Dennis hatte nämlich mal mitgebracht, diese Schokoberge oder wie auch immer die heißen. Das ist aus dem Osten und einfach Knäckebrot mit Schokolade. Und das fand ich immer irgendwie ganz cool. So zumindest nachdem ich mich dran gewöhnt hatte. Und deswegen werde ich jetzt auch einfach mal probieren, hier so ein bisschen Knäckebrot mit reinzuschmeißen. Ja, und ein bisschen was passt noch rein. Und da gibt es nun gepufften Amaranth. So, unser Schoko allerlei kann man jetzt einfach auf so Backpapier setzen und da dann trocknen lassen. Ja, und ein paar Stunden später sehen die dann so aus und sind komplett trocken. Ich habe sie ja an der Luft trocknen lassen. Wer das Ganze beschleunigen will, der kann sie auch einfach in den Kühlschrank packen.
Und ich muss sagen, sie sind wirklich ein, ja, Traum. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so verdammt lecker sind. Und auch dieses Vollkornbrot oder dieses Knäckebrot hat da super reingepasst. Auf jeden Fall nachmachen.